Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute sprechen wir über Filtersysteme für Kamerasysteme. Das heißt also alles, was Steckfilter und Polfiltersysteme betrifft, ist ja heute hier betreffend in diesem Video. Das Ganze wird heute unterstützt von K&F Konzept. Sie haben mir freundlicherweise für dieses Video dieses Paket zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an diese Stelle und damit haben wir auch den Disclaimer gleich geklärt. Aber ich darf natürlich meine Meinung frei äußern. Ich darf selbst sagen, wie ich das Ganze finde und bin in keinerlei Absprache zum Unternehmen. Ihr seht, so wird das Ganze geliefert, hier in dieser Box. Und das ist durchaus sehr schick gelungen, finde ich. Vorn und hinten ist dann die Kurzbeschreibung. Oben steht nichts, links und rechts auch nichts. Und hier unten dran haben wir dann den Hinweis zu Open. Und das machen wir jetzt auch mal. Wir öffnen quasi die Schachtel. Und du siehst, dich schaut schon die tolle Verpackung an. Und ich finde, das ist K&F sehr gut gelungen, das Ganze so zu verpacken. Ich nehme das gleich mal raus. Sieht so ein bisschen aus wie so eine kleine Traveler-Tasche hier für Fotografen oder Reisende. Innen drin gibt es dann noch eine Beschreibung, so ein bisschen Schaumstoff außenrum, um das Ganze zu schützen. Und in der Beschreibung wird auch nochmal, ich kann es kurz zeigen, wird auch kurz erklärt, wozu das Ganze benutzt werden kann. Ja, also da steht nochmal die Kurzform drin. Ich lege es aber mal zur Seite, denn wir wollen uns das Papier nicht anschauen, sondern eher dieses Filtersystem. Und du kannst das Ganze hier hinten gleich aufhängen, das heißt an deinen Gürtel machen, wenn du das möchtest. Ich würde es nicht machen, ich finde es ein bisschen witzig. Aber du kannst es theoretisch irgendwo befestigen. Okay. Aufgemacht wird das Ganze hier oben. Und du hast ja auch gleich so ein Bändchen dran. Und wenn du daran ziehst, schauen dich quasi gleich die ersten Filter an und du kannst die direkt bequem rausnehmen. Das ist insofern praktisch, als dass du, wenn du unterwegs bist und das Ganze in dieser Tasche hast, quasi nicht fummeln musst und drauf fasst versehentlich, sondern du kannst es dir herausziehen und kannst diesen ersten Square-Filter dir so rausnehmen und läufst nicht Gefahr, auf das Glas drauf zu greifen. Das Ganze ist noch eingepackt natürlich, aber ich möchte es gerne mit euch gemeinsam auspacken und mal anschauen. Hier gibt es zum einen erstmal diesen riesengroßen Square-Filter. Das ist ein ND8-Filter und zwar ein Soft-Filter. Ich mache das Ganze gleich mal auf. Gleich mal hier live auspacken. Und so schaut das Ganze aus. Ich kann es ein bisschen gegen das Licht halten, damit du das sehen kannst. Schon die ersten Fussel drauf hier drin. Und das Tolle ist, du kannst dieses Square-Filter-System hier oben und unten anpacken und läufst hier auch wieder nicht Gefahr, versehentlich aufs Glas drauf zu greifen. Klar musst du ein bisschen vorsichtig machen, aber das finde ich sehr praktisch, dass du es so reinschieben kannst und wieder rausziehen kannst, wenn du es auf dem Filtersystem installiert hast. Ich würde das mal daneben legen. Wir machen gleich weiter mit dem nächsten. Das ist ein bisschen fummelig drin, weil der ein bisschen kleiner ist. Und auch hier haben wir wieder einen Square-Filter. Das ist dieses Mal ein ND1000. Also dieser Filter lädt dazu ein, sehr lange, ultralange Belichtungszeiten mit der Kamera auszulösen, wenn du Menschen von einem Platz verschwinden lassen möchtest, indem du länger belichtest, wenn du ja bei Tag irgendwas länger fotografieren möchtest, das Wasser oder ja Wolken, Architekturfotografie, dann bietet sich natürlich dieser Filter an oder für alle anderen Sachen, die dafür geeignet sind. Der ist deutlich kleiner, aber du kannst ihn theoretisch auch kombinieren. So. Ja, also dieser ist dann eher für die Landschaftsfotografie, wenn du den Himmel einpassen möchtest und der Himmel deutlich heller ist als der Rest auf dem Foto. Und das ist dann natürlich für eine eher globale Abschattung für das gesamte Bild und dementsprechend eher für spezielle Sachen nur geeignet. Lege ich auch gleich noch zur Seite. Schauen wir weiter hier rein. Dann gibt es zum anderen diesen CPL-Filter. Dieser Polfilter ist aufgrund der Größe, denke ich, tatsächlich für die meisten Objektive geeignet. Wir werden auch gleich mal schauen, was die Step-Up-Ringe hier sagen, wie weit wir da runtergehen können. Aber auch hier siehst du, der ist recht groß und auch sehr schön verarbeitet, muss ich sagen. Das ist aus Metall, nichts aus Kunststoff. Und ich lege ihn mal hier rüber, damit wir uns mal anschauen können, welche Step-Up-Ringe hier mitgeliefert werden. 4 Ringe. 4 Ringe. Und die kleinste Einstellgröße ist diese hier. Okay. Okay, das ist die kleinste Einstellgröße. Und zwar können wir hier auf 67 mm Gewinde drauf gehen. Okay, also 67 mm ist dann das kleinste Gewinde, was wir bedienen können. Das passt beispielsweise für ein 35 mm Objektiv von Sigma. Da weiß ich, das hat ein 67 mm Gewinde.
aber auch die meisten handelsüblichen Objektive haben in der Regel so diese Größenordnung. Außer die kleineren, das 28er von Sony, das zählt dann nicht mehr dazu. Ich glaube, das 50mm von Sony und auch von Canon zählt dann auch nicht mehr dazu. Die haben dann schon unter 50mm den Durchmesser und dementsprechend sind sie nicht mehr wirklich dafür geeignet. Also mit diesen Step-Up-Ringen kannst du sozusagen das Filtergewinde anbringen und kannst es auf die Kamera draufschrauben. Der kleinste ist, wie gesagt, 67mm und nach oben sind, glaube ich, keine Grenzen weitestgehend gesetzt, denn das dürfte ungefähr, ist das ein 90er? Es müsste ein 90er sein. Ich habe es gerade nicht gelesen, aber es müsste ein 90er sein. Ein 82er, 77er, das heißt alle 70 bis 200 mm Objektive sollten auch damit abgedeckt sein. Ja, 72. Also 67 bis 82 mm gibt es hier Step-Up-Ringe. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Highlight des Ganzen. Und zwar, das ist die Aufhängung für das Filtersystem. Und das Coole ist, dass du hier zum einen Square-Filter, wie du gerade gesehen hast, diese hier, kombinieren kannst mit diesem CPL-Filter. Das heißt, du kannst den Polfilter reinlegen und zusätzlich bis ND1000 oder den ND8 dementsprechend belichten, also länger belichten und hast gleichzeitig noch einen Polfilter drin. Das ist ziemlich cool, die Kombination. Vor allen Dingen kannst du den Polfilter drin lassen, dauerhaft, wenn du beispielsweise am Gewässer bist oder wenn du Architektur fotografieren möchtest und willst die Spiegelung rausnehmen aus der Glasfassade beispielsweise oder aus den Fensterscheiben. Dann kannst du den dauerhaft drin lassen, diesen Filter, und hast die Möglichkeit, mit dem anderen Filter, also diesem hier, diesem Square-Filter, die einfach nur den Himmel noch ein bisschen abzudunkeln und der Rest bleibt aber nach der Belichtung dementsprechend hell oder dunkel. Und das ist schon ziemlich cool, dass das geht und du quasi kein zweites Filtersystem brauchst oder auf die Linse nochmal extra was draufschrauben musst. Eingespannt wird das Ganze dann hier, also der CPL-Filter wird hier reingelegt und das Ganze dann so verschlossen und klick und es ist auch schon zu und es hält. Das passt tatsächlich richtig gut. Und jetzt zeige ich euch das Ganze jetzt nochmal an diesem CPL-Filter. Der kann quasi hier oben draufgeschoben werden. Ich bekomme es gerade wieder nicht hin, weil es wieder in einem One-Take aufgenommen wird hier. Jetzt habe ich es. Okay, also hier wird der CPL-Filter dann oben draufgeschoben. Und du kannst, ich habe es gerade eben gesagt, das Ganze kombinieren und sagen, okay, den Himmel möchte ich abschatten und aber global noch das gesamte Bild. Und dann lässt sich das Ganze hier oben drauf schieben. Ich mache es gerade mal nicht, aber er lässt sich genauso reinschieben, sodass du beide Square-Filter dementsprechend zusammen mit dem CPL-Filter benutzen kannst. Ich ziehe das mal eben raus. Und du kannst natürlich auch hier nochmal extra justieren. Das heißt, du kannst den CPL-Filter hier einmal raus und reindrehen. Also dafür ist dieses Rädchen hier, ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Dieses Rädchen hier sorgt dafür, dass du den Polfilter, weil er variabel ist, zum einen reindrehen kannst, im Sinne von, du bringst den Effekt rein und du kannst ihn wieder rausdrehen, sodass du den Effekt nicht mehr hast. Das ist ziemlich cool. Auch wenn du jetzt beispielsweise variable ND-Filter hast, die von ND2, ND4 bis hin zu ja, ND8 beispielsweise variabel sind, könntest du sie auf diese Größe hier einspannen und mit diesem Rädchen hier, wie gesagt, auch dann dementsprechend mit ihrer Stärke bestimmen und sagen, ich möchte länger belichten und der ND-Filter wird dann stärker, dunkler oder eben kürzer belichten und er wird wieder heller. Ziemlich cool. Festgemacht wird das Ganze natürlich hier an dieser Schraube. Da kannst du das auch das Ganze befestigen. Ich werde mich nochmal kurz verstecken. Und zwar hier. Und da kannst du das Ganze auch wieder lösen. Also furchtbar einfach. Du kannst tatsächlich sehr einfach das Ganze auf die Kamera draufschrauben, eben mit diesen Filtergewinden hier, wo du dementsprechend mit Step-Up-Ringen auf das Objektiv drauf gehen kannst. Spannst das Ganze hier hinten ein. Ich mache es nochmal für euch. Spanne das Ganze ein. Und zwar, indem ich das Ganze hier zurückziehe. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Hier hinten dran so ziehe ich das Ganze zurück. Ah, okay, man muss die andere Seite nehmen. Also auf dieser Seite hier einfiltern. Also auf der linken Seite eingefädelt und auf der rechten Seite kannst du es dir dann direkt runterdrücken und festschrauben und dann ist es fest und ist am Objektiv dran und wird dementsprechend auch vom Objektiv gehalten und da wackelt auch nichts, das ist ziemlich fest und hält tatsächlich richtig gut. Drehen kannst du es trotzdem noch, das heißt, wenn du es ausrichten möchtest oder musst, kannst du es trotzdem noch ein bisschen bewegen und dann festschrauben, also das sind im Ganzen noch keine Grenzen gesetzt. Richtig cool, gefällt mir richtig gut, die Verarbeitung ist auch tatsächlich sehr hochwertig, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das komplette Gestell wurde aus
was ist das, Metall, Aluminium, ich vermute Aluminium gefertigt und macht dadurch wirklich einen sehr wertigen Eindruck. Hier vorn dran gibt es dann noch so eine leichte Polsterung, wenn du hier vorn den CPL-Filter drauf schiebst, dann hast du hier so eine leichte Polsterung noch drauf, die das Ganze noch ein bisschen ja, vor Verkratzen schützt wahrscheinlich und dementsprechend auch für Langlebigkeit der Filter, also der Square-Filter hier vorn sorgt. Ansonsten sind die Zwischenbrücken aus Kunststoff hier vorn. Das ist aus Kunststoff, das kann ich nochmal zeigen. Das ist kein Metall, aber hier hinten die Platte wurde komplett aus Metall gefertigt und natürlich auch hier die Schraubenelemente, die sind auch dementsprechend komplett aus Metall gefertigt, aus Aluminium. Ja, und lässt sich natürlich furchtbar einfach auch wieder deinstallieren. Ihr seht das hier, ich klicke hier drauf, der CPL-Filter kommt hoch, ich kann ihn rausnehmen und lege ihn einfach in meine Tasche zurück, beziehungsweise kann ihn ja, zurückverpacken, mache das Ganze wieder zu und kann das Ganze wieder zurückverstauen. Ich werde das Ganze jetzt natürlich mal ausgiebig und ausführlich in Norwegen testen. Es geht jetzt in den nächsten Tagen los. Wir fahren über Dänemark nach Schweden und nach Norwegen und da ist eine längere Route geplant. Dann werde ich diesen Filter hoffentlich öfter einsetzen. Ich bin jetzt nicht so ganz geübt mit den Filtersystemen, aber ich habe richtig Lust, das Ganze auszuprobieren, ein bisschen länger zu testen, um herauszufinden, ist das was für mich und vor allen Dingen, wie sinnvoll sind es diese Square-Filter? Sind die wirklich praktisch? Rentiert sich sowas? Oder lohnt sich das nicht? Kann man auch nach wie vor die normalen runden Filter nehmen, die meisten von euch mit Sicherheit haben? Da werde ich auf jeden Fall nochmal ein Update geben, wenn ich dann zurück bin. Beziehungsweise dürft ihr mich gerne auf Instagram verfolgen. Ich werde mir das hier einblenden. Hier ist mein Link für Instagram. Da könnt ihr auch gerne meine Stories reinschauen, denn da werde ich des Öfteren mal zeigen, wenn ich das Ganze benutze, wo ich bin, wie ich es benutze, ob das gut gerade funktioniert oder ja, ob das keinen guten Effekt hat. Da dürft ihr sehr gerne mal reinschauen. Und ein ausführliches Review dazu wird es dann geben, wenn ich wieder zurück bin. Also würde ich sagen, gibt es dann das Langzeitreview danach. Und wenn dir das Thema jetzt gefallen hat, schreib mir gerne in die Kommentare, ob du Filtersysteme benutzt, ob du dieses System selbst auch schon einsetzt, wo vielleicht die Vorteile darin liegen, was deine Erfahrungen sind. Schreib mir das gerne hier in die Kommentare. Und wenn du der Meinung bist, in Norwegen und Schweden musst du unbedingt diesen Spot gesehen haben, schreib mir das auch gerne bitte hier in die Kommentare, damit ich das Ganze noch in der Reise mit aufnehmen kann. Also vorher natürlich, wenn du dieses Video siehst. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.